Ja, bien, meine Freunde. Willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver Randomized Nuzlocke Challenge. Wir haben mal wieder einen neuen Zuwachs im Team. Und zwar Brother Louis ist jetzt hier am Start. Das Panpyro, gefangen haben wir es als Panflamm. Ich habe noch mal eben ein halbes Level nachgeholt. Und jetzt hat sich der gute Louis entwickelt zu Panpyro und ist schon auf Level 23. Moveset, weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal irgendwann auf dem Stream geguckt hatte mit euch. Käferbiss, Flammensturm und Lavasturm und, okay, Zugabe. Zugabe vielleicht nicht so die coolste, die beste Attacke, aber schon mal zwei Feuersteps und eine Käferattacke ist gar nicht so doof, weil Psycho-Pokémon sind nach wie vor eine riesige Bedrohung für das Team. Und dann hat man vielleicht mit einer Käferattacke und schneller sein einen kleinen Vorteil. Und ja, ihr seht, mit der Mittwoch und Silke hängen ein bisschen hinterher. Da würde ich nämlich mal... Ach komm, wir nehmen mal den Mittwochsfrosch nach vorn. Auch wenn ich da immer noch ein bisschen Angst habe, dass der einfach eine Schelle kriegt und dann stirbt. Also langsam gehen uns die alternativen Pokémon quasi aus. Ich weiß nicht, ob ich Dr. Drosten beim nächsten Mal mitnehme, wenn wieder was stirbt. Dass man die Psychoschwäche des Teams einfach mit einem eigenen Psycho-Pokémon noch ein bisschen ausgleicht. So, Level 16, das ist doch schon mal machbar. Kreuzhieb sollte gut funktionieren, aber das Keifel kann natürlich eine Bodenattacke, die könnte wehtun. Mal schauen, was der Kreuzhieb macht. Wirkt effektiv, aber Keifel hat gute Verteidigungswerte. Ah, knapp. Okay, Metal Sound. Macht nicht viel außer Spezialverteidigung senken. Da können wir doch jetzt einmal mit... Komm, Blutstrahl. Was war das? Ist das die... was war das? Ist das die Flinkklaue? Haben wir die Flinkklaue den Mittwoch gegeben? Weiß ich schon gar nicht mehr. Boah, das gibt richtig viel XP. Ja, da kann er doch drin bleiben. Das Problem ist, so cool wie Kreuzhieb als Attacke auch ist... Wir müssen ständig ins Pokémon-Center damit. Aber vielleicht... viel Ender. Ist ja ein Psycho-Pokémon, glaube ich. Ja. Ich weiß jetzt nicht, Käfer gegen Eis. Macht das was? Nö. Käferattacke funktioniert prächtig. Das gibt jetzt nicht so viel XP. Naja, doch. Gar nicht so schlecht. Und Lapras. Richtig cool, das Eis-Team. So, wenn das Cosilla noch entwickelt wäre, wäre das, das ist ja schon Lorelei... Like, Lorelei like. So, da können wir die Schockwelle nehmen. Okay, ich glaube, ja, das ist die Flinkklaue, wenn das jetzt hier ständig kommt. Steht nicht dabei. Das ist komisch. Es ist sehr ungewohnt, dass bei einem Pokémon-Spiel nicht jeder Scheiß in irgendeiner Textbox nochmal angezeigt wird. Oh. Ja, sehr effektiv, aber... Okay, es ist Gesang, es ist nicht Abgesang. Aber, puh. Nicht so cool. Muss das sein mit dem Einschläfern? Dann glaube ich, Kreuzhieb ist doch sinnvoller, wenn wir dann irgendwann wieder aufwachen. Oh Junge, jetzt steigert es auch noch seine Verteidigungswerte bis sonst wohin. Oh, die... Ach nee, stimmt, das ist die Steinpolitur, ist ja die Initiative. Okay, Pulverschnee. Mal gucken, ob das... Ah! Ja gut, das wird dann wohl nichts. Ja, dann gehe ich doch mal auf die Katze, oder? In Hoffnung, dass er jetzt nicht wieder einen Gesang rausholt. Pulverschnee, okay. Sollte jetzt dem... Sollte der Katze nicht so viel wehtun? Nö, da ist es richtig entspannt. So, jetzt Voltackle. Einmal drauf. Trotz Steinpolitur sind wir schneller. Und... das reicht. Sehr schön. Und durch Rückstoß. Ja, ist zu verkraften. Dann gibt es einen Level-Up für den Mittwochsfrosch. Und auch ein Batzen XP für die Katze. Und wir haben den Feuerspucker Sam besiegt. Cool. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich hier... Ich glaube, ich habe hier schon unser Pokémon gefangen, oder? Oder vielleicht nicht gefangen, aber zumindest gekillt. Huch. Ja, ich glaube, jetzt haut die Level Range einigermaßen hin. Es ist wieder nur der Rivalenkampf. Rivalenkampf, nicht Rivalen. Kämpfen auch nicht gegen Rivalen. Der Rivalenkampf, der vom Level her ziemlich gemein war.
Ich bin einfach zu faul, ins Pokémon Center zu rennen. Ich will hier mal ein bisschen vorankommen. Wir sehen es bei Folge was? 13? Wir haben erst 3 Orden. Welche Zeit verschwende mit so Sachen wie beerdigen. Oh, ist gleich noch ein Kollege. Hallo. Ihr übt in der Turbo-Ruine das Feuer spucken. Ja, was soll schon schief gehen? Ist ja schon abgebrannt, ne? Wenn einmal etwas abgebrannt ist, dann brennt da nix. Ever. Das, was noch steht, das ist einfach feuerfest. Wow. Okay. Knorxel. Da wäre natürlich jetzt Nice-Attacke super. Hätte ich doch lieber Silke vorgenommen. Dann mache ich das jetzt. Mal schauen, was dieses Knorxel so kann. Stachler. Okay. Das macht erstmal nichts. Wahrscheinlich hat er dann ein Drachenteam oder ein Feuerteam. Ist ja auch gut. Nicht Feuer, Boden. Bodenteam. Komme ich auf Feuer? Bodenteam. Weil, ja, da kommt der Pulverschnee so oder so gut. Ja, der reicht natürlich locker. Und gibt nochmal ordentlich XP für Mittwoch. Und Siege auch ein bisschen. Und das war's ja schon. Der Wolf. Okay. Das ist alles nur, um hier irgendwie an das Item zu kommen. Oh, da brauchen wir den Zertrümmer. Bra. Achso, den hat ja die Katze. Ja, habe ich dabei. Alles gut. Plüpp. Kein Pokémon. Und wir kriegen einmal X-Angriff. Der wird sich irgendwann nochmal als nützlich erweisen. Also sobald man X-Items kaufen kann, ist eine Lastlock eigentlich chillig. Da braucht man irgendwas Defensives, was ein, zwei Attacken aushält. Packt das einfach ohne Ende mit X-Items voll. Und ja, dann sweept man einfach durch alle Kämpfe. Oh, Tiefschlag. Das ist aber unschön. Und da kommt der Vogel extra runtergeflogen. Nur um den Mittwochsfrosch. Naja. Und da lässt sich das gefallen. Naja, Schockwelle sollte es killen. Yes. Ja, Kramox Level 14. Ja, bringt auch bei einem wilden Pokémon ein bisschen Erfahrung. Schadet also nicht, das mitzunehmen. Und wir steigen ab. Ich glaube, jetzt ist einfach nur die Szene, wo die abhauen, oder? Ja. Ja, ciao. Cool. Hast du das gesehen? Suicune ist wie ein geölter Blitz direkt an dir vorbeigerannt. Beinahe 10 Jahre verfolge ich Suicune schon, aber aus solcher Nähe habe ich dieses Pokémon noch nie gesehen. Dude, du hättest einfach nur diese Leiter runterklettern müssen. Du musstest nicht mal gegen die Feuerspucker kämpfen, das war optional. Ach, ich bin überwältigt. Aber Suicune war sich eindeutig darüber im Klaren, wer du bist. Ja, hat gesehen. Ach, ne, das ist ja von Bratwurst Gaming. Ne, ich bin raus. Das Pokémon aus der Legende von TX City nähert sich angeblich nur demjenigen, dessen Stärke es auch anerkennt. Ich sollte in Zukunft wohl auch versuchen, etwas energischer auf Suicune zuzugehen, genau wie du. Okay. Okay. Ich dachte, es war immer loremäßig so, dass die irgendwie versteinern und aus irgendeinem Grund genau dann entsteinern, quasi auftauen, wenn man als Spieler dort erscheint. Und das ist dann irgendwie der krasse Zusammenhang, der Auserwählte, was auch immer. Ein Voluminas. Na, da gibt's auch Kreuzhieb auf die riesige Nase. Das sollte auch reichen. Yes. Aber das gibt bestimmt gut XP. Das hat immer noch einen sehr interessanten Ruf. Okay. Ordentlich XP, aber leider noch lange kein Level up. Boah, yo, was bist du los hier? Ich wollte den Mittwochsfrosch hier noch auf die 22 bringen, ne? Was sind das eigentlich für coole Pokémon, die ich hier nicht gefangen habe? Oder doch? Warte mal. Kann es sein, dass ich das hier verpennt habe? Weil ich den Rivalenkampf gemacht habe und... Nee, oder? Nee. Ihr könnt ja nochmal in das andere Video schauen, aber ich habe hier schon noch was gefangen. Oder? Ansonsten habe ich hier meine Chance jetzt verkackt. Aber erstmal Level 22 für den Mittwochsfrosch. 22 und er lernt den Daumeldanz. Nee. Nee, das ist eine sinnlose Attacke. Aber der Mittwoch hat schon ein viel zu gutes Moveset. Ich glaube, da braucht man nicht viel ändern. Sein, es kommt mal ein Gift-Step. Das wäre noch sehr cool. Aber da wüsste ich gar nicht, was ich dafür wegmachen möchte.
Ein Hippopoterus. Nehmen wir das noch mit? Ja, doch. Ich glaube, das gibt viel XP. Und dann nehmen wir einen Blubstrahl. Hoffen, dass der reicht, weil eine Bodenattacke kann hier wieder sehr wehtun. Oh, oh, nein. Hitzekoller. Okay. Ich kriege auch einen Koller. Uff, hui. Gut, wird er beim nächsten Mal schwächer. Der Sandsturm tobt. Der Sandturm stobt. Das sollte jetzt aber uns nichts ausmachen. Okay, da kommt nochmal die Flinkklaue. Dann nehmen wir nochmal ein bisschen XP mit. Und jetzt ist natürlich wieder die große Frage, gehen wir in die Arena oder gehen wir noch irgendwo trainieren? Weil ich habe ein bisschen Angst. Oh, Angelo Merzo ruft an. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Arena vom Level her wieder zu krass wird. Aber das können wir ja herausfinden mit dem ersten Trainer einfach. Und dann stelle ich da, keine Ahnung, nehme ich Franklin nach vorn. Der kann, denke ich mal, das meiste erstmal einstecken. Aber erstmal heilen. Und dann sehen wir ja, was so das Durchschnittslevel ist. Und ja. Davon kann man natürlich nicht das Level des Arena-Leiters ableiten unbedingt. Aber wir haben ja noch links die Route zum Leveln. Wo ich habe mich ja beim letzten Mal schon geärgert, dass wir da nicht gelevelt haben. Vielleicht mache ich das jetzt noch schnell. Ja, los. Wir leveln noch ein bisschen. Ist vielleicht, wird jetzt nicht die spannendste Folge, aber da geht es aber im nächsten Mal dann schneller in die Action. Da müssen wir hier nur die Route wieder ablaufen. Wie ich das so ein bisschen mal alle auf Level 22, 23 kriege. Muss ich natürlich auch die Schwächere nach vorne stellen. Ja, so. Und ansonsten muss ich halt nochmal zwischen den Folgen eine Grinding-Session einlegen. Ja, am Anfang, ne, fand ich es, ging mir das zu schnell mit dem Leveln. So, jetzt bin ich hier, ne, die hat Level 19 Altarias und ich habe hier Level 20 Pokémon, also, hm. So schnell ändert sich das. Weil XP-Kurven und so. Da habe ich jetzt trotzdem das Problem, dass ich grinden muss. Vielleicht nicht so lang, wie ich grinden müsste, wenn nicht randomized und so, aber das ist auch nicht so schlimm, wenn mal was stirbt. Ne? Man will ja hier leveltechnisch einfach ein bisschen die Nase vorn haben, damit eben nicht ständig etwas stirbt. Wie ihr in den letzten Folgen vielleicht gemerkt habt, funktioniert das nicht so ganz. Weil, ja, Levelvorteil hatte ich ja eben nicht beim letzten Mal, weil ich das ein bisschen verkackt habe. Uiuiui, ein Altarier und ein Knackkrack. Das ist mal ein krasses Team. Okay, der setzt nur Stachler ein. Das Witzige ist, man kann eigentlich jetzt, man könnte anfangen, oder ich hätte anfangen können, Movesets zu scouten. Also das so, ne, ich hatte gerade eben einen Knarksel, das konnte auch schon Stachler. Das Knackkrack kann das jetzt auch, ja. Also ist das scheinbar eine typische Attacke für so ein, für diese Entwicklungsreihe. So, da kommt Schaufler. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass der uns nicht tötet. Könnte jetzt naiv gewesen sein. Dann könnte mich jetzt kollektiv auslachen. Nö, passt. Und dann hat Silke auch wieder ein neues Level up. Und dann können wir eigentlich mal auf die Farm schauen und uns mit Milch eindecken. Die kriegen wir doch dort, glaube ich, einfach so zu kaufen, ne? Dann haben wir ja ein gutes Heil-Item. Und wow, Dunkelnebel, toll. Nein. Oh, Junge. Das sind viele Erfahrungspunkte. Cool. Jungs geben mir immer Items. Na dann, wenn du mir was gibst dafür, dann kriegst du auch meine Handynummer. Bin da nicht so. Cool, sie teilt mit uns. Ich teile erstmal den Supertrank mit Silke. Lüpp. Und so, das nächste Opfer. Ah, hier, komm. Komm, den Typ mit der Brille machen wir fertig. Nein, er versperrt uns den Weg. Verdammte Nerds. Ist er überhaupt ein Nerd? Ich glaube ja. Nee, ein Schulkind. Ach, noch schlimmer. Der Lutz. Mit einem Blanas. Das könnte. Obwohl, warte mal. Ist ja Wassereis. Sollte also eine
Pflanzenattacke eigentlich abkönnen. Wir versuchen das. Pulverschnee. Und dann mal gucken, was passiert. Okay, 2-Hit KO ist schon mal easy drin. Verhöhner. Toll. Macht halt super viel aus. Gut, die Sorge war nicht berechtigt an sich, angesichts eines Pflanz-Pokémons. Level 20 jetzt schon, also ne? Der Level-Gap ist halt eigentlich gar nicht mehr vorhanden. So, jetzt müssen wir trotzdem drum umlaufen. Der will auch unsere Nummer. Können über Professor Eich reden? Nein, ich will hier keinen Professor Eich-Fanclub aufmachen. Was komme ich denn zu dem Typen? Ich will eigentlich erstmal ein wildes Pokémon platt machen. Ja, Meryl. Meryl klingt gut. Weil dann ist auch Silke auf Level 22 und dann kann ich die Katze vornehmen. Dann hole ich die noch auf 22 und dann gucken wir mal in die Arena, hätte ich gesagt. Aber wenigstens hier den oberen Teil dieser Route erledigt. Da ich bin noch Richtung Farm. Oh, Juwelenkraft. Das ist eine Steinattacke, ne? Ah ja, okay. So, jetzt hier. Zeitenlärm! Ist ja noch kein Feen-Pokémon hier. Dann kann man das auch einfach in die Luft sprengen mit der Drachenattacke. Cool. Das ist arme Meryl. Bling! Coolio. Und dann können wir jetzt nochmal tauschen. Und schauen, was hier die Gute noch im Team hat. Ja, natürlich, dass sie sehen, welche Pokémon ich dabei habe. Ich will nicht angeben, aber ich habe eine legendäre Katze. Okay. Gut, sie, okay, jetzt verstehe ich. Ich verstehe die Masche jetzt. Hey, wollen wir mal, darf ich mal gucken, was du für coole Pokémon hast? Ich zeig dir auch mein Dialga. Nun, dann kann ich ja wieder zurück zur Silke wechseln. Oder warte mal, das war Drache und Stahl, ne? Uiuiuiui. Ich glaube, das ist ein Fall für Harald. Der kann jetzt auch irgendwas tanken. Mit seinen 102 KP auf Level 22. Turbo-Träger. Stimmt, das war wieder so ein Fall, ne? Das kann man sich eigentlich merken. Das hatte das letzte Dialga, also nicht das erste Dialga, das wir treffen. Natürlich nicht. Das konnte auch Turbo-Träger. Ich glaube, Regentanz wahrscheinlich auch. Also, es kann gar nicht so viel. Aber Harald hat den Hammerarm. Und ja, zerbrüchelt das Dialga einfach mit einem Schlag. Und kriegt dafür auch ordentlich Erfahrungspunkte. Und es regnet. So, Stahl oder... Okay, ja, Stahlteam. Kein Drachenteam. Das ist doch eigentlich mal Louis Time to Shine. Da kann er jetzt eine Feuerattacke rausholen. Und zeigen, was er kann. Ich habe ein bisschen Angst. Irgendwie überleben die Pokémon hier nicht so lange, die frisch dazukommen. So, ich nehme jetzt Lavasturm. Einfach weil Lavasturm fetzt. Guckt euch diese Animation an. Ist das nicht abgefahren? Das besiegt uns natürlich nicht. Oh, doch, es stirbt an dem Dot. Okay, Sprungkick. Der macht ja nicht so viel. Oh, gut. Hätte mit dem Crit jetzt schon wieder reichen können. Nun. Zum Glück reicht der Lavasturm. Nach diesem kurzen Schreckmoment. Okay, reicht auch wieder, Louis. Halte dich erstmal wieder zurück. So, wo komme ich denn jetzt hier zur Farm? Oh, Mutter ruft an, da müssen wir sofort ran, sonst gibt's Ärger. Sie hat ein nützliches Item gefunden, das ist ja was ganz Neues. Bitte, Meisterball oder so. Weiß eigentlich jemand, ob das... Ich glaube, die Frage habe ich schon mal gestellt. Ob das randomized ist, was uns der Shop-Typ bringt? Oder ist das nur... Gibt's da trotzdem... Ich glaube, da gibt es nur so eine feste Liste, ne, eigentlich. Und wahrscheinlich wird die nicht randomized, vielleicht doch. Tja, wäre das witzig. Wenn uns die Mutter spontan, hey, ich habe das beim Shoppen gefunden, ein Meisterball
Oder diese kosmischen Tafeln. Und den Archäologen nicht so ganz wissen, was man damit macht. Einfach mal beim Shoppen gefunden. Da ist ein Ball. Komme ich da irgendwie hin? Gibt Ball. Oh, das ist eine neue Route. Moment, neue Route? Wie komme ich denn dann? Weiß ich irgendwie? Okay, gibt es noch sehr viele Trainerkämpfe. Und da ist die Farm. Oh, das ist gar kein Trainer. Oder doch? Das ist Bauba. Sich richtig. Dieses Ding, das du da beide trägst, ist doch ein Pokédex, oder? Ach ja, da werden Erinnerungen wach. Mein Name ist Bauba. Bis vor kurzem habe ich noch die Safari Fuchsiana City geleitet. Es tauchen immer neue Parks auf. Und irgendwann blieb meine Safari-Zone hinter der Konkurrenz zurück. Also ergriff ich. Es sieht nicht so aus, wie er spricht. Also ergriff ich die Initiative. Weißt du, habe ich X-Tempo benutzt. Ich eignete mir im Ausland. Ja, Ausland, einige neue Kniffe an und entschied mich, in Anemonia City eine neue Safari zu öffnen. Achso, da gibt es eine neue Safari-Zone. Ja, das ist mal kein guter Grund dafür, das Telefonnummern auszutauschen. Was? Bauba. Okay, ja, gib mich Nummer. Rudi. Oder so. Freundlich präsentiert von, wer war das? Major Bob. Im letzten Pokémon Let's Play. Ja, tschüss. Ja, okay, ich möchte keinen Kampf. Ich möchte nur den Leuten ihr Obst klauen und an ihre Milch gehen. Nein, die Milch kaufen. Kann ich ja nicht einfach so hier looten. Mülltank. Dann schauen wir mal hier irgendwo. Ja, Mülltank gibt keine Milch mehr. Oh, stimmt. Das eine Kranke müssen wir doch irgendwie... Stimmt, wir müssen dem irgendwie Beeren füttern. Ist das das Kranke? Ja, sein Ruf ist sehr schwach. Gibst du dem Mülltank eine Sinelbeere? Habe ich denn eine? Ja, cool. Okay. Aber ich habe nur eine. Nein, ich habe zwei. Wie viel will er denn? Ha! Geht es wieder? Also etwas besser. Okay. Wie viele will er? Ich habe keine Sinelbeeren. Drei Stück. Uku ist krank. Es braucht jetzt sehr viele von den Sinelbeeren, die ich so gerne mag. Ach ja. Weil hier die Kühe, die Mülltank, die hier rumstehen, die geben natürlich alle keine Milch. Das weiß man. Das sind offenbar Bullen. Sandgrab. Schade, nicht Felsgrab. Aber Sandgrab ist... Warte mal. Ist das gut? Ist das gut? Ich glaube ja. Es ist okay. Fisch. Bodenattacke. Ist vielleicht... Ja, schadet nicht. Nun gut. Doch keine Milch. Denn ich habe nicht genug Sinelbeeren und werde wahrscheinlich auch nie genug Sinelbeeren haben. Schade. Dann geht's wieder zurück. Aber dann kann ich doch wenigstens... Stand hier noch nicht irgendwo noch ein Dude rum? Irgendwo hier unten. Wie komme ich denn zu dem? Kann ich hier unten lang? Ah, dann komme ich hier erstmal Random Encounter. Okay. Ja, gut. Das beantwortet eine Frage, die mir schon aufkam. Und zwar, werden denn die Katzen auch randomized? Offenbar nicht. Das finde ich schon mal komisch. Aber okay. Sorry, ich kann es leider nicht fangen. Wir haben diese komische Dupes Claws in der letzten Folge eingeführt. Ich könnte es auch so nicht fangen. Machen wir uns nichts vor. Werden die Nuzlocke-Regeln jetzt ausgesetzt? Darf ich es töten? Und darf ich es töten? Es wird mich zuerst töten. Es wird sicherlich Erdbeben können. Ich kann sicherlich nicht fliehen. Es wird... Das ist doof. Es wird jetzt irgendwas töten. Flucht gescheitert. Okay, nein. Es flieht von sich aus. Gut. Es setzt nicht Erdbeben ein und macht mich einfach kaputt. Puhuhu. Kurzer Schreckmoment. Hier habe ich schon was gefangen. Ich weiß nicht. Ich weiß zwar nicht mehr was, aber ja. Da sind wir doch extra rübergegangen zum Pokémon-Fang. Aber Level 16 nehme ich vielleicht trotzdem mit. Müsst ihr euch jetzt ein bisschen geben, wie ich hier grinde. Ach, Konfusstrahl. Konfusstrahl eigentlich. Ging das euch auch so als Kinder? Oder hattet ihr Freunde, die nicht wussten, was die mit dem... Oh. Mit dem Konfusstrahl... Okay. Phew. Natürlich haben wir eine Paralyse. Darf ich irgendwie auch angreifen? Hypnose, das war sehr sinnvoll.
natürlich. Alter, was ist das für ein Moveset, ich gehe? Was war, genau, das Wort Konfu-Strahl verwirrt hat. Weil es ist ja eigentlich konfus, ne? Konfusion, aber es ist ja nur ein S, also es ist ein Konfu-Strahl. Ja, da gab es immer den einen, der hat Kung-Fu-Strahl gesagt und fand das total witzig. Ich weiß nicht. Ich war mit der Klugscheißer, ich wusste, es heißt Konfu-Strahl, von konfus wie verwirrt. Ja, es verwirrt das Pokémon. Und ich gehe jetzt erstmal ins Pokémon-Center. Und, ah, da geht's lang. Okay. Aber ich gehe trotzdem ins Pokémon-Center. Mein Team ist viel zu angeschlagen, um hier nochmal weitere Trainerkämpfe über sich ergehen zu lassen. Und ich glaube, ich schneide das ganz fix raus. Okay, wir haben hier unten noch ein Item, das nehme ich schnell mit. Und zwar Scharfzahn. Das macht, glaube ich, normaler Tank stärker, oder? Ist hier sonst noch was? Nö. Da komme ich nur hin über die andere Route. Das hebe ich mir mal auf. Ich will wenigstens hier den Trainer noch mitnehmen. Dann haben wir die Route geklärt und dann bin ich, denke ich mal, vom Level her bereit für die Arena. Hoffe ich. Vielleicht gibt es ja einen entspannten Typ. Pflanze. Da kann Dewey einfach mal richtig eskalieren. Ramaidon. Das ist nichts für unsere Katze. Sondern, ich denke für Harald. Ist das was? Und seinen Hammerarm. Richtiger Hammermeister hier. Felswurf. Ja, sollte nicht viel machen. Nö. Das ist entspannt. Gut. Trifft auch nur zweimal. Dann werden wir also heute auch noch fertig. Puff. Cool. Ja, Initiative sinkt. Das ist jetzt auch nicht so wichtig, glaube ich. Obwohl, das war langsamer, ne? Ups, hier doch ein Level up. Sehr schön. Und Timo setzt als nächstes Kleinstein ein. Das ist doch nochmal was für eine Wasserattacke. Dass hier nochmal ein bisschen XP zusammenkommen. Okay, es wird so schnell kein Level Up erfahren. Aber ja, das sollte safe sein, auch wenn... Also denke ich, dass er jetzt noch eine Steinattacke rauskriegt. Obwohl, doch, der könnte hier Sturdy... Nee, hat er nicht. Gut. Ist auf Deutsch Robustheit oder so? Das ist mit einem KP überlebt, quasi der Fokus Sash als Fähigkeit. So, Lavitar können wir auch mit einem. Mit einer Lake wegspülen, denke ich mal. Oder? Ja. Cool. Kein Problem. Der Vogeltrainer mit den Stein-Pokémon und nochmal ein Aprikoko. Jetzt habe ich mittlerweile echt eine Menge Aprikokos gesammelt in allen möglichen Farben. Sobald ich fliegen kann, muss ich eigentlich mal dran denken, zwischen den Aufnahmen einfach ein paar Mal kurz besuchen zu fliegen. Und jede Menge Pokébälle abzugreifen. Kann man ja nur Geld sparen. Weil vom Geld her wird es sowieso knapp. Geh vielleicht mal einkaufen, ne? Okay, ja, komm, 7 Tränke, eine Milch habe ich noch. Reicht, um erstmal in die Arena reinzuschnuppern. Spoopy. Ist es nicht mehr die Arena mit diesem unsichtbaren Pfad? Oder doch? Kommt hier noch was? Was war denn hier unser Typ? Pokémon vom Typ Geist, das stimmt nicht. Setzt sich hemmungslos gegen jeden ein. Okay, wäre auch schlimm, wenn nicht. Okay, dann verrät der Trainer das, worum es hier überhaupt geht. Vielleicht ist er auch einfach nur duster. Mal sehen, ob du es schaffst, unserem Pokémon Schaden zuzufügen. Ja, also wer bis zu dem Zeitpunkt nur Normalattacken besitzt, obwohl eine Kampf-Monotype-Challenge. Oh Junge, es ist eine Normalarena schon wieder. Ha! Okay, langweilig, aber sollen wir recht sein. Zweimal Typ normal. Ja, cool. Das heißt, Harald wird hier einfach wieder rum eskalieren. Schockwelle, warum setzt du Schockwelle ein? Okay.
okay. Ja, das wird hier doch relativ entspannt. Wobei, es gibt natürlich auch krasse Normal-Pokémon. Die sind vor allem oft sehr defensiv. Also wenn jetzt Jens hier Level 23 Relaxo hat, an dem werde ich mir auch die Zähne ausbeißen. Nachtmar. Warum kann es Nachtmar lernen, lieber Randomizer? Ja. Schlafender Gegner, ne? Also, kann man das nicht in der KI einstellen, dass etwas nur Nachtmar lernt, wenn es irgendwie auch Hypnose, Gesang oder sowas lernen kann? Wäre witzig, wenn einfach jetzt nächstes Level versucht, Hypnose zu lernen. Ich lasse die Katze mal drin. Zertrümmerer. Oh, der hat 5 Pokémon. Na, dann holen wir ja hier schon unsere Level ab, die uns zum Arenaleiter fehlen. Oh. Ih, Magensäfte, ist ja widerlich. Oh, Fähigkeit wurde unterdrückt. Das ist nicht die... Unterdrückt, ist das nicht Druck? Also hier Pressure, wie heißt das auf Deutsch? Also, unterdrücken wird unterdrückt. Und Dodo können wir auch mitnehmen. Ja, das ist doch schön. Dann kann Raikou endlich mal ein paar XP abholen. Das wird hier, glaube ich... Also ist eigentlich schon, glaube ich, ein bisschen der MVP. Hat halt einfach, glaube ich, die krassesten Werte, abgesehen von Franklin. Franklin hat aber noch nicht viele EV, also wird wahrscheinlich sogar noch im Schnitt schlechter sein. Aber ja, ich hoffe, dass uns die Katze noch möglichst lange treu bleiben wird. Hey, Tera. Gibt super viel Erfahrung. Das will ich bei Katze eigentlich beibelassen. Aber kann sein, dass es mit Zertrümmerer nicht wirklich reicht, das Ding hier schnell kaputt zu kriegen. Oh. Wow. Okay. Okay. Ja gut. Es ist ein Hytera, ne? Schlimmer ist Chanera mit, wie heißt das Ding? Evolit. Wo das einfach dann krass gesteigerte Verteidigung hat und unfassbar viele Hitpoints. Ja. Wer Competitive Pokémon spielt, hasst Chanera. Es sei denn, ihr seid ein Store-Spieler, dann seid ihr halt Teil des Problems quasi. Schämt euch. Und ein Haspirohr. Gut, auch entspannt. Cool. Es ist das Problem dann eher darin, ab und zu mal ins Pokémon-Center zu gehen und die AP zu regenerieren. Weil ich ständig nur dieselbe Attacke spamme. Nun gut. Und Gundula haben wir besiegt. Toll. Was verrät sie uns denn? Verrät sie uns über... Aha. Das ist das Problem. Aber es ist nicht so... Oh, ich hätte gucken sollen, wie der Weg läuft, wa? Bist du verwirrt, weil du nicht weißt, wo du hingehen sollst? Wohin du hingehen sollst? Wohin du hingehen sollst? Besiege mich und ich gebe dir einen Tipp. So. Wirkt etwas verwirrt, die Dame. Mit ihrer Ausdrucksweise. Okay. Es ist keine Normalarena. Jetzt bin ich verwirrt. Hä? Sind die sonst immer... Die Arenen waren doch eigentlich immer vom gleichen Typ. Warum ist die das jetzt nicht? Oder haben... Nee, es war doch alles Normal-Pokémon gerade. Die hatten nichts gemeinsam außer Typ normal. Baldorfisch ist doch nicht normal vom Typ. Oder... Und Slimer. Nö, die hat jetzt ein Gift-Team. Das ist interessant. Was ist da passiert? Und warum? Hm. Das macht die Arena ja spannender. Und ja, beschwere ich mich... Also, ich weiß nicht, ob ich mich drüber beschwere. Wie gesagt, macht die Arena spannender. Aber eigentlich habe ich mich jetzt schon drüber gefreut, dass ich jetzt einfach die Normal-Pokémon Stück für Stück weghammerarme. Aber okay. Hat jedes Pokémon jetzt nochmal eine Chance, XP zu sammeln? Ist ja jetzt auch nicht unbedingt schlecht, ne? Und dann gibt's nochmal Psystrahl und dann ist auch das Slimer besiegt. Und ich glaube, ich muss dann erstmal wieder dringend ins Pokémon-Center. Und Dorothea ist besiegt. Cool. Jetzt, genau, habe ich das Problem. Ich sehe nichts. Und mein Pokémon ist vergiftet. Ich meine, friere mich mal hier noch geschickt raus. Cool. Und ja, mach, glaube ich, nochmal einen kurzen Schnitt. Guck mal. Braucht die? Nö, nö, alles entspannt. Okay, dann gehe ich schnell heilen und wir sehen uns in der dunklen Arena hoffentlich mit etwas Orientierung.
Okay, dieses Spiel ist zu einfach. Weil jetzt versperrt, wie ihr seht, regeneriert sich quasi das Licht oder die Dunkelheit. Also ich habe die Arena verlassen und dann war das Licht wieder da. Praktisch. Und jetzt muss ich hier nur um den einmal drum rumlaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt runterfallen kann. Oder ob das Spiel sich einfach für unfassbar kompliziert und witzig hält, nur weil ich irgendwie ab und zu mal gegen eine unsichtbare Wand laufe. Bronzong! Okay, jetzt haben wir plötzlich Stahl-Psycho. Interessant. Das kann garantiert Schwebe, aber ich finde es mal heraus. Yep. Und Kies mit Wunsch. Wählt Kiss mit Wunsch als Vorhersehung aus, was auch immer das bedeutet. Ja komm, Louis. Einmal Stahl schmelzen. Ich finde es eigentlich, übrigens, ich finde es bis heute irgendwie komisch, dass Stahl schwach gegen Feuer ist. Weil ich so überlege, doch so in so einem ganz normalen Lagerfeuerfeuer kriege ich doch Stahl nicht geschmolzen, oder? Ich meine, für sowas braucht man ja Hochofen, wo sich eine besonders hohe Temperatur und Druck entwickelt. Oh. Oh, das ist nicht gut. Wow. Okay. Fast wieder ist Pokémon in der ersten Folge verloren. Ich benutze erstmal den Trank. So. Ich weiß nicht, ob es Pokédex-Einträge gibt, wo man ableiten kann, wie heiß eigentlich so eine handelsübliche, quasi ein handelsüblicher Flammenwurf ist oder ein Flammensturm. Ob das wirklich heiß genug ist, um Stahl nicht nur zu erhitzen, sondern ja wirklich zu schmelzen. Ne? Also wenn er einfach nur heiß wird, ist das ja jetzt nicht so tragisch. Ah, das reicht leider nicht fürs Level-Up. Kiesu bis Kleopatra. Okay. Leider kein, oder Name Dorothea hat irgendeinen tieferen Sinn, den ich nicht kenne, nicht verstehe, whatever. Aber ja, kein Namens-Theme bei der Arena offenbar. Oder es ist Lost in Translation. So, brauche ich nochmal einen Trank? Nö. Die 4 Hitpoints wird Louis hoffentlich, das wird ihn jetzt nicht töten. Du versperrst mir einfach den Weg. Ach ne, ach, da, oh, guck mal, da kann man richtig sneaky außen rum gehen. Oder, ja, doch kann man. Oder ich verlasse einfach die Arena nochmal. Das geht auch. Ich bin einfach zu schlau für dieses Spiel. Huiuiui. Tentara. Cool, jetzt haben wir wieder Wasser oder Gift. Also vielleicht haben wir jetzt Gift wieder. Diese Arena verwirrt mich. Aber ist erstmal nicht schlimm. Wasser ist okay. Wieder mehr XP für die Katze. Auch wenn Voltackle immer noch eine Attacke ist, die mir nicht gefällt. Durch Recoil und Co. Omot. Okay, es ist also eine Gift-Trainerin. Ich wollte gerade sagen Arena, aber ist ja nicht. Nee, Quatsch. Omot ist ja nicht mehr Käfer. Das ist doch Giftflug, oder? Oh, ich vergesse das jedes Mal. Aber ich glaube, ja, das ist jetzt Giftflug und nicht mehr Giftkäfer. Das ist nicht so cool. Das soll jetzt keine Flugattacke können, die Louis tötet. Nö, Tiefschlag. Okay, nicht sehr effektiv. Gucken wir mal, was der Flammensturm macht. Okay, es ist doch effektiv. Gut, es ist doch Käfer. Ah ne, es ist Käfer. Ne, es kann ja nicht Käferflug sein, weil dann wäre es nicht bei der Gifttrainerin. Es ist Giftkäfer oder Käfergift. Okay, ich dachte, es wäre irgendwie Giftflug. Also Omot bräuchte eigentlich drei Typen. Also so wie Bibor oder so. Ja, egal. Level 24. Und sogar noch ziemlich viel obendrauf. Und wir wechseln das Pokémon. Wir gehen auf den Mittwochsfrosch. Der kann ich mit der Schockquelle ja auch einen Tentara töten. Das freut sich immer so. So dreckig. So schelmisch. Und guckt immer so nach hinten. Witzige Animation. Gifthieb. Ja, das sollte Mittwoch nicht jucken. Ne. So, Tentara gibt natürlich nicht so viele Erfahrungspunkte, aber besser als nichts. Und Mittwoch braucht die gerade eher als die Katze. Oh.
Okay, da. Habe ich ein bisschen mehr Schaden erhofft, muss ich sagen. Aber er kann jetzt auch nicht so viel, was uns gefährlich wird. Also giftige Fassade macht nur okayen Schaden. Noch keine große Gefahr. Ja, nochmal ein Gift-Hieb. Soll auch mit Crit, glaube ich, kein Problem sein. Nee, alles entspannt. Und dann gibt es nochmal die Schockwelle. Und dann haben wir noch eine Trainerin besiegt. Und ich glaube, das ist auch schon die letzte Station. Die sind aber alle Level 20 jetzt. Also, hui. Der Kampf gegen Jens könnte hart werden. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht nochmal irgendwie hier einen Cut mache und grinde. Um alle irgendwie auf 24, 25 zu kriegen. Finde ich, ist halt super ätzend. Aber egal. Ich will jetzt mal gucken, was passiert. Okay, man kann hier runterfallen. Gut, das wollte ich nur wissen. So, jetzt kann ich auch rausgehen und den Schatten resetten. Und die Trainerin auch. Ich heile aber erstmal mein Team. Sind wir einmal da, einmal draußen. Hätte ich vielleicht gar nicht cutten müssen. Hätte ich mir Arbeit ersparen können. Ich kann auch einfach schnell drüber reden. Kurz die Turbo-Taste machen und blim, 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 blim. Und weiterhin Selbstgespräche führen. Ja, ich denke, wenn wir jetzt vor Jens bereits stehen, würde ich auf jeden Fall nochmal eine Folge unterbrechen oder die Folge unterbrechen und erstmal leveln gehen, bis alle Level 25 sind. Und dann sind wir, denke ich, auch bereit für Jens und ich muss nicht wieder nach neuen Pokémon Ausschau halten. Hoffe ich. Kann natürlich sein, dass Jens wieder... Ja, okay. Das ist der Jens. Kann natürlich sein, dass der jetzt ein entspanntes Normal-Pokémon-Team hat und die Aufregung umsonst ist. Das will ich aber nicht riskieren. Das heißt, ich stürze mich in meinen Tod. Und wir sehen uns dann nach einer kurzen Grinding-Session jenseits der Aufnahme nochmal da oben beim Jens. Und hoffentlich dann mit dem vierten Arena-Orden und nicht mit dem Game Over. Ha. Also, bis dahin. Ciao.